nämlich gar nicht so schwierig aus. Ich bin schnell, weil ich mache Trommels. Wir sind heute am Kitzbüheler Horn und wir haben mega Wetterstimmung, voll die Föhnkante. Und der kleine Spatz hat aber noch ein bisschen Angst. Vor was hast du Angst? Dass sich jemand über den Haufen fährt? Nee, Schatzi, das passiert nicht wieder. Das ist echt krass, wie viel dieses über den Haufen fahren bei ihm eigentlich kaputt gemacht hat. Und trotzdem konnte ich ihn mit echt Engelszungen überreden, noch ein bisschen Skifahren auszuprobieren. Und heute wird er richtig Spaß haben. Ja, mach ich. Das wünscht er sich aus dem Grund, weil er sonst Angst hat, dass er zusammengefahren werden kann. Verrückt, oder? Bei uns gibt's jetzt den Schlepplift drauf, natürlich zusammen. Und dann schauen wir uns mal die Kinderstrecke hier im Horn an. Die muss nämlich verdammt gut sein. Was, Spazi? Wie geht Schlepplift? Na so, gefällt's dir? Ja. Echt jetzt? Jetzt sind wir da, Kinderstrecke, es geht los. Wow. Super! Einfach laufen lassen. Boah, gut! Wow! Super, und wieder bremsen. Super! Und jetzt noch schnell die Dummeste. Die macht sogar Geräusche. Lass laufen, lass laufen. Feste, feste. Uins! Gehört? Ist gut? Ja. Juhu! Und der ganz große Tunnel. Voll gut, ich glaube, jetzt kriegt er langsam sein Selbstvertrauen zurück. Und wir sind gerade auf dem Weg zur Mittelstation. Die Talabfahrt ist leider noch geschlossen. Dafür ist mir diesmal schon das Herz in die Hose gerutscht. Ja, einmal am Ziebig da jetzt mega steil runter verkantet hat, aber hat ihn noch gefallen, zum Glück. Cool. Boah. Das war ja mega schnell. Ich bin schnell, weil ich mach Trommel. Und da ist sie schon, Mittelstation vom Horn. Allerletzten Meter bis zur Gondelbahn. Hat dir diesmal gefallen? Ja. Alles ganz alleine gemacht? Ja, dreimal hingefallen. Stimmt. Er ist dreimal hingefallen, aber erst hier nicht zum Schluss. Schatzi, du hast es geschafft. Ja. Bist du stolz auf dich? Ja. Wo gehen wir jetzt noch hin? Schwimmbad. Wir gehen ins Schwimmbad. Hast du dir das verdient? Ja! Das schaffe ich schon noch. Boah. So. Für uns geht es jetzt zur Belohnung weiter ins Kaiserbad. Kaiserbad? Eiserbad. Das ist für mich in der Region hier echt ein richtiger Geheimtipp. Boah. Da draußen gibt es auch noch die großen. Und ja, auch wenn er noch gar nicht so gut schwimmen kann, tauchen geht. Zur großen Rutsche? Ja. Und die endet dann draußen, da zeige ich euch noch das geniale Panorama. Boah! Wow! Wow! Achtung, Achtung! Der Außenbereich. Und der ist auch ziemlich, ziemlich cool. Weil da ist so eine Strudelstrecke. Das geht aber schwierig. Ja. Also das geht echt schwerer als ich dachte, muss ich gestehen. Das sieht nämlich gar nicht so schwierig aus. Oh, er lacht mich aus. Aua, das tut auch voll weh am Fuß. So, jetzt nehmen wir die normale Treppe rauf. Das geht schon um einiges leichter. Und jetzt schauen wir die andere Rutsche an.
Am Heimweg haben wir noch einen kurzen Stopp beim Hofer gemacht und die Popcornmaschine erstanden, aber es war einfach schon viel zu spät, weshalb es das Popcorn dann direkt als Frühstück gegeben hat. Hier mal ein Zeitraffer davon, hat gut funktioniert. Wer jetzt denkt, dass man als Mama von einem kleinen Jungen nur Ski fährt, der hat sich voll geirrt. Schatzi, willst du heute Ski fahren? Nee. Willst du Ski fahren? Nee. Was machen wir hier? Kugelbahn. Und das machst du gerne? Ja. Kugelbahn aufbauen? Ja. Und ich soll währenddessen hier diese fette Kugelbahn aufbauen. Ich liebe ja bauen. Wir gehen nachher natürlich auch noch raus und erleben was Sportliches, aber erstmal hieß es bauen, bauen, bauen und dafür habe ich einen kleinen Zeitraffer für euch. Also ich baue hier nach Anleitung, wird schon. Und du baust Freischnauze, einfach so wie es dir eingefallen ist. Ja. Und jetzt bist du schon fertig. Ja. Super, dann zeig mal her, hier sind die Kugeln. Wow! Hoppala! Und dann muss ich nochmal ein ganz schönes Stück weiter bauen, um die Kugelbahn fertig zu bekommen. Das Abendessen muss ziehen. Es gibt nämlich Linsensuppe und dann ist erstmal Zwiebelchen angeröstet. Und später gehen wir jetzt Skifahren. Ja. Skifahren? Nein. Skifahren? Freust du dich auf Skifahren? Nein. Und Radfahren? Ja. So geht's mir. Ich mag zwar beides, aber ich weiß nicht, warum das so ist. Cool. Du wolltest es mit Kindschutz haben? Sogar schon zum Hochfahren. Wir könnten den nämlich auch abmachen. Zur Sicherheit. Ja. Kann Mama nicht Fahrrad fahren? Mama nicht Fahrrad fahren. Ja, dann würde ich das auch anziehen zur Sicherheit. Jetzt fahren wir den Berg rauf, damit wir nachher den Trail runter können. Das ist besser wie Skifahren? Ja. Aber warum? Weil die Snowboard mich umgefahren. Das ist voll verrückt, oder? Gar kein Schnee zu sehen. Siehst du Schnee? Okay. Das ist wie im Herbst, oder? Ja. Also es ist echt, ja, nicht so wie im Januar. Eigentlich wäre jetzt ja Hochwinter. Die Sonne liebt es auch. Ja, umkehrt, weil du hast nicht Osterhase Schokolade. Im Herbst? Ja. Nee, das ist im Frühling. Aber wenn es Frühling muss man sie auch dann auch suchen. Ja, da muss man sich auch suchen. Wir sind ja jetzt mitten in der Sonne. Hier ist ganz schön fein. Ja. Oder der Traktor bleibt stehen. Ja, und wir sind jetzt so eine Spur hochgefahren, wo auch der Traktor fährt am Bauernhof vorbei. Und dann machen wir entweder für den Traktor Platz oder eher für uns, oder? Ja. Ja, den hast du dran gemacht. Da ist so ein Klebs. Das bist du. Das bin ich, die ja, Giraffe. Ja, Fahrrad. Du. Uff. Da ist sie schon. So sieht mich die Kamera nicht. So sieht sie dich nicht? Ich glaube schon. Hui! Aber den Schwein müssen wir eigentlich runterfahren. Ja, jetzt sind wir gleich um. Mama, warum heißt das Fahrradmüll? Ja, weil so die besten Wege markiert werden. Leider. Warum? Hier auch ein Schweine? Ja, hier ist auch. Wir sind oben angekommen. Juhu! Gut. Und jetzt den Trail runter und dann zum Spielplatz. Das kommt davon, wenn man die Brille vom Mini nicht findet. Jetzt hat er meine auch. Passt die? Einigermaßen, oder? Nö. Nö. Was hast du denn eigentlich alles mitgenommen? Käppi. Willst du mal deine Mitbringsel herzeigen? Wen hast du Mama, alles mitgenommen? Warum ist das so? Damit ich genug sehen kann beim was? Fahren. Wen hast du alles mit hochgenommen? Wer ist das alles? Babybella. Babybella? Mein Baby-Spielzeugkuscheltier. Okay. Und Dina. Dina. Aber nur deine Hand ist sehr länger. Ja, du kannst auch meine Hand auch nehmen.
Aber du hältst es gut. Meinst du das? Oder zu wenig? Willst du bald selber mal im Trail fahren, alleine? Ja. Ja, mit einem eigenen Fahrrad. Aber nur, wenn ich erwachsen bin. Erst wenn du erwachsen willst? Ja. Oder jetzt bald mit deinem eigenen Fahrrad? Nein, wenn ich erwachsen bin. Hui, juhu, juhu. Weil hier ohne Straße. Beide gut? Ja. Hauptsache Radfahren? Ja. Win, win, win. Ich bin gerade im Sprung mit dem Foto. Oh, wow. Nochmal. No. Oh! Oh! Hast du Hoppelasse drin? Ganz niedrige Nähe. Stopp, wo sind wir? Da steht er noch, wie angewurzelt. Na, hopp, ich bin hier.